Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Personenschutz. Das letzte Mal haben wir gehört, warum Strom überhaupt für uns gefährlich ist. Schauen wir uns ein paar Definitionen an. Wie bezeichnen wir irgendwelche Sachen überhaupt? Also es gibt sogenannte aktive Leiter oder aktive Teile. Aktive Teile. Oder Leiter. Aktive Teile sind Teile, die einfach dazugehören. Die gehören zum Betriebsstromkreis dazu. Das sind die Drähte, die Phasendrähte und der Neutralleiter in der Steckdose, dieser aktives Teil. Da rinnt der Strom drüber, wann Betrieb ist. Das gehört zum Betriebsstromkreis. Also das ist der Betriebsstromkreis. Sind natürlich leitfähig, logischerweise, weil sonst können sie nicht zum Stromkreis gehören. Dann gibt es inaktive Teile. Das sind leitfähige Teile, die nicht zum Betriebsstromkreis gehören. Die normalerweise stromlos sind. Das kann sein, da zum Beispiel sieht man das, da ist ein Gehäuse. Das kennen die einen oder anderen. Das ist mein Labornetzteil oder Metallgehäuse. Metall ist leitfähig, aber es gehört nicht zum Betriebsstromkreis. Das sind leitfähige Teile, die nicht zum Betriebsstromkreis gehören. Die nicht zum Betriebsstromkreis gehören. Sind normalerweise natürlich nicht unter Spannung. Das ist die Unterscheidung. Jetzt gibt es, wenn es einen Isolationsfehler oder einen Körperschluss heißt, das gibt, dann berührt ein aktiver Teil einen inaktiven Teil und plötzlich ist der inaktive Teil unter Spannung. Also wenn es hier eine Berührung gibt von einem aktiven auf einen inaktiven Teil, dann heißt es Körperschluss. Mal merken, wenn das passiert, ich greife auf einen inaktiven Teil, ist Schluss mit Körper. Körperschluss, oder Isolationsfehler. Das sind die zwei Sachen, Körperschluss, Isolationsfehler, also das sind zwei Namen für das Gleiche. Das heißt, irgendwo ist was so unglücklich übergegangen, durchgescheuert, dass ein aktiver Teil einen inaktiven Teil berührt. Okay? Und plötzlich ist der inaktive Teil unter Spannung. Jetzt kommt es zum Berühren. Berühre ich aktive Teile, dann heißt es direktes Berühren. Okay? Und wenn ich einen aktiven Teil berühre, durch einen Unachtsamkeit oder sonst irgendwas, dann habe ich direkte Berührung. Back. Dann berühre ich einen aktiven Teil. Berühre ich einen inaktiven Teil, dann ist es eine indirekte Berührung. Weil es kann sein, dass es eben einen Körperschluss gibt, Isolationsfehler, und ich berühre nur einen inaktiven Teil, der eigentlich nichts machen sollte. Dann kann es sein, wenn ich das da berühre, dann habe ich eine indirekte Berührung. Indirekte Berührung. Und dann unterscheiden wir noch zwischen Berührspannung und zwischen Fehlerspannung. Dabei ist die Berührspannung UB. Das ist die Spannung zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen.
Ja, also wenn ich da einen Teil habe und da einen Teil habe und die kann ich gleichzeitig berühren, dazwischen ist die mögliche Berührspannung, wenn ein Isolationsfehler auftritt. Ja. Berührspannung. Also zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen. Und da gibt es die Fehlerspannung. Ja. Wave. Ja. Das ist die Spannung, die auftritt zwischen bei einem Körperschluss, ja, zwischen einem inaktiven Teil, ja, der ja jetzt unter Spannung steht, und Erde. Ja, also unserem Bezugspotenzial. Die zwei müssen nicht unbedingt gleich sein. Ja, da gibt's, nur weil es zur Erde eine gewisse Spannung aufgebaut hat, heißt nicht, dass ich die ganze Spannung auch spüre, wenn ich es berühre. Ja. Es gibt Erdwiderstände und so weiter. Es gibt einfach Unterschiede. Meistens werden sie sehr ähnlich sein oder gleich sogar. Aber ja, es kann Unterschiede geben, deswegen unterscheidet man die Berührspannung und die Fehlerspannung. Berührspannung, Spannung zwischen zwei gleichzeitig berührbaren Teilen. Fehlerspannung, Spannung zwischen dem fehlerhaften Teil und Erdpotenzial. Okay? Das sind so die Namen, die man so verwendet. Oh, es braucht einen Namen. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, die Berührspannung muss unter einem gewissen Wert bleiben. Ja. Haben wir im letzten Video gesagt, wie können wir das machen? Wie können wir das erreichen? Ja. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist die sogenannte Schutzisolierung. Ja. Also eine Schutzisolierung, wie funktioniert das? Ich habe da jetzt meine Drähte. Ja, da ist der L, da ist der N. L ist die Phase, haben wir gesagt, Live Wire. N ist der Neutralleiter. Und dazwischen habe ich halt mein Gerät. Ja, ich stelle das hier wieder als Widerstand dar. So. Ja. Sichert man an. Sicherung oder von mir aus mit einem Leitungsschutzschalter. Egal. So, und wie verhindert ihr jetzt, dass da der Herr oder die Dame hier, ja, drauf dodgt? Ja. Wie mache ich das? Da Safety first, Helm. wie verhindert ihr das? Indem ich es einbacke. Ganz fest packe ich das ein mit einem isolierenden Material, mit einer Schutzisolierung. Das heißt, nicht nur das Kabel hat eine Isolierung, sondern zum Beispiel auch die Hülle. Um das zu symbolisieren, gibt es ein Symbol. Schaut so aus. Eine Isolierung. Zweite Isolierung. Wenn man aufmerksam schaut, sieht man das auf vielen Geräten. Da, ich hoffe, das sieht man, das ist jetzt ziemlich dunkel. Ich nehme es noch extra auf. Ich nehme es noch extra aufnehmen, weil ich glaube nicht, dass man das sieht. Da ist ein Steckernetzteil, da schauen wir uns das nachher an. Okay, schauen wir uns das an. Da halten wir es hin. Ja. Wo ist das Symbol? Hier ist das Symbol für die Schutzisolierung. Gell? Da sehen wir es ganz eindeutig, die zwei Kastel. Ja, Symbol, so. Ja. Also entweder das Gehäuse ist elektrisch isoliert, ja, also ist elektrisch nicht leitfähig, ja. Plastikgehäuse ist, da haben wir Kunststoffgehäuse. Gell. Es ist einfach die Betriebsisolierung einfach dicker ausgeführt. Das geht auch. Ja. Wenn man sagt, okay, ich mache einfach nicht eine normale Isolierung drauf, sondern doppelt so dick. Ja. Oder n-mal so dick. Ja. Dann gilt das auch als schutzisoliert. Oder ich mache zwischen aktiven und inaktiven Teilen irgendwelche zusätzlichen Schutzisolierungen hinein.
So funktioniert das. Das ist das Symbol. Ja. Wichtig, ja, das sehen wir da auch an diesem Teil. Es sind nur zwei. Ja. In der Steckdose haben wir ja eigentlich drei Anschlüsse. Ja. Da haben wir den L und den N und den Protective Earth. Was das genau ist, werden wir sehen in einem späteren Video. Aber wichtig dabei ist, dass in einem schutzisolierten Gerät, so bei diesem hier zum Beispiel, ja, es keinen Erdanschluss geben darf. Okay? Wie schaut der Stecker aus, der einen Erdanschluss besitzt? Amado, das da. Ja. Kennt da jeder? Das sind die zwei, die habe ich da auch. Aber die ist da außen, das hier, das ist der Erdanschluss. Ja. Der fehlt hier und der darf auch nicht sein, weil das ein schutzisoliertes Gerät ist. Ja. Schutzisolierung. Eine Möglichkeit. Das nächste Mal reden wir über eine weitere Möglichkeit vor Personenschutz, ja, und zwar über Schutzkleinspannung. Das wäre dann praktisch irgendwie so irgendwas. Ja. Das hat keine Schutzisolierung, das ist eine externe Festplatte, aber die funktioniert halt nicht gerade mit 230 Volt. Ja. Schutzkleinspannung, Thema im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.